Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update des Fetzi-Wurfes. Ihr seht, die Fische sind noch in ihren kleineren Becken. Bis ich sie umsetze, dachte ich mir, mache ich noch eben einen schnellen Film. Die Mädels werden langsam rüpelig, deswegen muss ich die demnächst auch doch separieren. Ja, das ist ganz normal. Ich glaube, die sind jetzt über 4 Monate, 4,5 oder so alt. Aber ihr seht, es ist ein ganz schöner bunter Haufen. Und das waren ja 2 Würfe, genau. Und es sind jetzt noch ein paar schöne Mädchen da rausgekommen, wie ihr vielleicht seht. Und falls jemand dabei ist, der vielleicht nach Mädchen sucht, dann ist er vielleicht bei mir sogar an der richtigen Adresse. Auch wenn ich manche Mädchen noch behalten möchte, könnt ihr ja gerne anfragen, wenn euch jetzt hier ein Tier gefällt, dann könnt ihr einen Screenshot machen und mir schreiben über meine Facebook-Seite. Genau, weil Mädchen sind genauso schön wie Jungs und sind manchmal auch viel interessanter zu beobachten, haben nicht lange Flossen, die sie behindern, und die kann man einzeln halt auch in so einem 60 Liter Becken super gut halten. Wie gesagt, meine ziehen demnächst um, aber ich wollte sie euch nochmal hier in den schönen Becken zeigen, weil in dem anderen wird man sie nicht so oft sehen. Genau, dann gehen wir einmal nach oben. Da hinten ist der eine Herr, der... Es gibt 2 Brüder in diesem Wurf, die sind... ich komme nicht auf den Namen. Mustard Gas. Und er ist einer davon. Und er versteckt sich jetzt da hinten. Ja, ja, ja. Die ganze Zeit hängt er hier vorne und dann hole ich die Kamera raus, versteckt er sich. Aber das darf er, ihr seht ihn ja. Daneben ist sein Bruder und macht gerade Brutpflege. Ja, ihr habt richtig gesehen. Da sind jetzt junge Babys im Nest und wenn ihr verfolgen möchtet, dann schaut doch gerne in das neue Update der Babys. Ah, jetzt wollte er gerade kommen. Naja, gut. Dann switche ich einmal um zu der ersten Zelle und da seht ihr unten den kleinen Mann. Der versteckt sich da unten immer, deswegen habe ich es bei ihm ein bisschen dunkler gemacht. Und der liebt es, in seiner Höhle da zu liegen, in seiner Blätterhöhle. Er hat sich auch total gut gemacht. Vielleicht seht ihr ihn so ein bisschen, ne? Er marbelt ein bisschen. Ich möchte die Tiere jetzt auch nicht zwingen, unbedingt rauszukommen. Er fühlt sich da unten immer pudelwohl und kommt halt zum Luftschnappen dann wieder nach oben, wie jetzt. Schön, hallo. Hallo, kleiner Mann. Ja, genau. Er ist ganz schön angry. Bin geweckt. Aber ihr seht, er ist echt schön geworden und sucht auch noch ein Zuhause. Mann, Mann, Mann. Obwohl er so ein schöner Bub ist. Und es liebt sich zu verstecken. Dann geht es mal weiter zu den Clean Seepaars. Das muss ich jetzt machen, weil das andere Becken, was ich hatte, musste ich neu aufsetzen. Und das heißt, ich habe ein neues Becken, das zeige ich euch in einem neuen Video. Und solange wie das einläuft, sind die erstmal im Clean Becken. Hier haben wir unseren Tancho-Mann, der jetzt nicht mehr ganz so Tancho ist. Der kriegt jetzt auch langsam Marbeln in den Flossen und dieser rote Fleck ist mal beidseitig und extrem geil, finde ich. Aber leider möchte ich ihn nicht behalten, weil er leider kein Becken mehr im Wohnzimmer bekommen hat. Ja, aber ihr seht ja, er ist mega schön. Dann gehen wir mal weiter. Da ist noch ein Tancho Boy. Der sucht auch noch und ist auch mega schön, wie ich finde. Er hat so schönes Red Wash, sag ich mal, so ausgewaschenes Rot. Das sieht echt schön aus. Ja, dann kommen wir mal zu unserem Sorgenkind. Der hat sich leider verletzt und dem ging es ein paar Tage richtig schlecht. Aber wie ihr seht, geht es ihm jetzt wieder gut. Ich möchte ihn aber trotzdem euch zeigen, weil ich bin ein ehrlicher Mensch und möchte jetzt nicht hier euch verheimlichen. Bei mir passiert es auch mal, dass ein Tier sich verletzt, ungewollt, aber ihm geht es wieder super und er ist bald wieder
wenn alles ordentlich nachgewachsen ist, bereit, weitere Schandtaten zu machen. Ja, und last but not least ist dann noch dieser junge Herr. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, er war mal ganz, ganz rot. Und ja, Marvel-Gen hat mal vollkommen zugeschlagen. Jetzt kriegt er wieder ein bisschen rot in die Flossen rein, aber nicht so viel. Aber ich liebe sein Gesicht. Und ja, er ist auch echt schön. Ihm kräuseln sich leider ein bisschen die Flossen, da mache ich aber schon was gegen. Aber ansonsten ist er topfit und ist halt voll im Marvel-Rausch. Ein junger Wilder. Hey, kleiner Mann. Na, siehst du deinen Kumpel da auf der anderen Seite? Ich liebe ja ihre einzelnen Charaktere. Der eine ist total wild im Becken, der andere ist eher so wie er, der Chiller, der jetzt nicht so Bock hat, irgendwie sich zu artikulieren. Genau. Übrigens werde ich immer gefragt nach den SEPA-Boxen. Das sind Boxen, die haben ein Fassungsvermögen von rund 7 Litern. Ja. Und die Tiere sind dann nicht ihr ganzes Leben drin, sondern nur bis sie abgegeben werden. Und zwischenzeitlich wandern sie auch öfters mal in ein 30 Liter Becken. Ich kann es leider nicht hier, oder kein Züchter kann es stemmen, für jedes Tier einen 30 Liter Cube hinzustellen. Deswegen seid nicht so arg böse damit. Ich habe ja unten noch die großen Cubes, aber da darf halt nur immer einer einziehen, beziehungsweise drei. Und die drei, die unten wohnen, sind gerade halt meine Lieblingstiere, die ich nicht abgebe. Und zwar der Papa von denen, dann ein Bruder und noch ein anderes Notschüppchen. Ja, Schande über mein Haupt, ich habe auch ein Notschüppchen. Das war aber sozusagen der letzte. Ah, jetzt kommt er hier auch mal aus den Puschen. Ja. Ich wusste es, dass er irgendwann noch mal aus den Puschen kommt, ne? Naja, jetzt tut er wieder so, als wenn nichts war. Aber ja, das war das Update und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Oder wenn euch ein Tier gefällt, dann schreibt mir gerne über Facebook. Ich bin wahrscheinlich in Aachen und kann die Tiere dann auch mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn die ein schönes Zuhause bekommen würden und nicht mehr allzu lange hier bei mir hausen müssen, sag ich mal. Und einen Besitzer glücklich machen mit ihren Marvel-Genen und auch mit ihren Sozialverhalten, also Verhalten allgemein, Sozialverhalten kann man ja nicht sagen, aber jeder hat seinen eigenen Charakter. Und wenn euch die Farbe egal ist, aber ihr einen besonderen Charakterfisch sucht, dann seid ihr auf jeden Fall bei ihm richtig, wobei er schon besonders ist, und bei ihm, weil die sind echt zwei kleine Rabauken. Und kommen auch gerne an die Scheibe, wenn man ganz lieb guckt, und sind sehr neugierig. Naja, jetzt schon wieder so viel geplappert. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen, Antworten habt, was euch auffällt oder was euch bedrückt oder was ihr mir gerne mitteilen wollt. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sonstige Fragen habt zu den Fischen, könnt ihr mir gerne auf Facebook auch schreiben unter Kampffischdame. Wenn ihr euch für ein Tier interessiert, könnt ihr auch am besten dort den Kontakt suchen, das ist am einfachsten. Wenn ihr kein Facebook habt, könnt ihr mir auch über YouTube eine Nachricht schreiben. Oder ihr kommentiert und schreibt mir über Instagram oder eBay Kleinanzeigen, da habe ich meine Fische auch drin. Ja, ein kleiner auf einer Haufen und ich werde mich jetzt mal weiter mit Beckenreinigung beschäftigen, weil wie ihr seht, sind die Boxen auch mal wieder dran. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!